Meine lieben Phantasmagoria-Friends, ich heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir haben in der letzten Folge gesehen, eine Picknick. Romantik geht anders, ihr seht, ich verfalle schon wieder meinen verdammten amerikanischen Akzent. Bedeutet, ich habe Angst. Weil wir haben da hinten was rascheln gesehen, gehört. Und das war, wir müssen jetzt mal gucken, was da so passiert ist. Übrigens, die letzte Folge, beziehungsweise das letzte Kapitel, war relativ abrupt und schnell zu Ende. Da hatte ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ich wusste nicht mehr, dass wenn wir den Abflussreiniger an Dorn übergeben, dass das Kapitel dann vorbei ist. Weil wir haben uns diverse Sachen nicht angeschaut. Und das versuche ich aber in den folgenden Kapiteln auf jeden Fall immer wieder zu machen. Denn es ist wichtig, dass man sich umschaut, auch die Orte immer wieder aufsucht, weil da immer wieder interessante Dinge passieren. Das werde ich, weil ich müsste mir verzeihen, ich wusste nicht mehr, dass das mit dem Abflussreiniger dann schon das Ende des Kapitels ist. Aber jetzt nehmen wir uns nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit und gibt es einiges zu entdecken und einiges, was ich gehe jetzt mal hier mit dem Pfeil da lang. Da hat es auf jeden Fall geraschelt. Gucken wir mal. Hier können wir hier lang. Hier können wir mal nicht mehr. Können wir hier. Irgendwo hat es auf jeden Fall geraschelt, ne? Gehen wir mal hier. Bitte, lauf nicht weg. Ich tu dir nichts. Wer bist du? Ich bin Cyrus. Ich und Ma leben hier in der Scheune. In der Scheune? Die Scheune. Ma ist in Schwierigkeiten. Bitte komm. Was? Komm mit. Komm mit. Du musst Ma helfen. Hilfe! Oh Gott. Mama. Ich bin weg und hab die Frau geholt. Dann bringen Sie doch rauf! Ich steck fest! Hilfe! Boom, ja. Hilfe! Ich steck hier fest! Hilf mir! Das ist eine missliche Lage, ne? Das ist also Cyrus hier, der Geselle und... Lady! Ja, wir kommen schon jetzt. Hör mal auf zu quäken da, ne? Hier, ich hab die Leiter angeklickt, mal gucken. Wieso hilfst du denn deiner Mutter nicht selber? Wir gehen jetzt mal hoch, gucken mal, ne? Oh Gott, ne? Das war der Jumpscare letztes Mal, ne? Schöne rote Pudelmütze hat sie auf. Schnell! Ziehen Sie mich raus! Hilfe! Okay, wir nehmen die Mistgabel und nehmen. Machen eine kleine Hexenverbrennung. Nein, das machen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir die Mistgabel. Okay, können wir denn hier den Kran? Den haben wir ja gesehen, ne? Bietet sich gerade an, liebe Leute. Das ist. Wie gesagt, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber das ist eigentlich halbwegs logisch, ne? Wir brauchen den Kran, um den Zwergnase da mal rauszuholen. Aha. Muss das nicht miauen? Wie das war's, die Mistgabel würde ich ganz gerne behalten, Adrian. Boom, ja. Lady! Ja, wir gucken sie mal an, mal gucken, was passiert. Hilfe! Okay, ich zieh mal fest an ihnen. So geht das nicht. Drücken Sie, ich ziehe. Meinst du, dass Durchdrücken sinnvoller ist? Das geht nicht. Nein, das funktioniert nicht. Nein. Oh. Hilfe! Okay, können wir denn jetzt... Wir probieren den Kran noch mal. Ne? Ein schweres Gerät brauchen wir, glaube ich, hier. Ne? Oh, hey, passen Sie auf damit, wie Sie das Ding dahin tun. Hör mal, du alte Vettel, wie wär's, wenn ich einfach gehe? Nein. Bin schon still. Tun Sie, was Sie wollen. Adrian, bin ich auch noch. Holen Sie mich raus. Nur vorsichtig. Also, ich würde die durchdrücken. Passen Sie auf mit dem Ding da. Ja. Ich versuch's. Oh, das Hund tut so weh. Okay, Cyrus, zieh vorsichtig am Flaschenzug. Deine Mutter hängt dran. Das ist also Cyrus.
Vorsichtig, Cyrus! Vorsicht! Vorsichtig, Cyrus! Okay, stopp! Stopp! Oh, meine neuen Hosen! Nagel hat sie von oben bis unten aufgerissen. Cyrus, du Rindfee, ist alles deine Schuld. Ich möchte mich für die Rettung bedanken. Kein Problem. Ja, ich heiße Harriet. Harriet Hackaday. Da unten ist mein Sohn Cyrus. Ich schwöre, der Junge macht wirklich alles falsch. Verdammt, der wird noch seinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Cyrus, wart nur ab, bis ich dich in die Finger krieg. Ich glaube, du bist da runtergepumpt, Plumps, nicht dein Sohn, Mann. Eben können wir die Forke mitnehmen, können wir nicht. Komm, ist, gut, dann müssen wir runter. Ich wäre ja lieber bewaffnet, bin ich ehrlich. In diesem Haus wäre ich lieber bewaffnet, Freunde, aber... Lady, ich und Cyrus, wir möchten uns entschuldigen für die Probleme, die wir gemacht haben. Stimmt's, Cyrus? Stimmt's, Cyrus? Hä? Ja. Ja. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Harriet. Unfälle passieren eben. Aber trotzdem, Sie und Ihr Sohn werden gehen müssen. Das ist Privatbesitz. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Ihren Besitz und alles? Es gibt einfach keinen Weg drumherum. Sie brauchen uns. Sie? Ja, Mann. Wie passen Sie und Ihr Mann denn auf die Ecke hier auf? Ganz alleine, ha? Ja, ich geb's nicht gern zu, aber... Also, jetzt schauen Sie mal meinen Sohn an hier. Der ist stark wie ein Ochse. Er kann draußen jede Arbeit machen. Und ich kann im Haus helfen. Ich bin eine hervorragende Haushilfe. Ja, das sehe ich. Ich auch. Na, was ist denn jetzt, ha? Also... Na, wir wollen kein Geld, nur ein Dach über dem Kopf. Och, na, was ist? Lassen Sie uns nicht hier draußen hängen. Wo sollen wir denn sonst hin? Okay, gewonnen. Sie können morgen mit der Arbeit anfangen. Kommen Sie morgen früh zum Haus. Oh, yippie! Wir haben Arbeit, Cyrus. Hast du es gehört? Oh, wie heißen Sie, Lady? Adrian. Adrian Delaney. Mein Mann ist Tom Gordon. Oh, er freut sich, kennenzulernen, Adrian. Was tun Sie? Ich kann weissagen. Ich lese aus der Hand. Ich auch. Darf ich? Ich glaube nicht. Oh, lassen Sie mich doch mal. Das ist seltsam. Sehen Sie die Lebenslinie? Ja. Sie ist lang. Sie ist sehr lang. Das ist gut. Das ist gut. Aber? Aber... Da ist diese komische Linie, die sie in der Mitte kreuzt. Ah, was das wohl heißt. Vergessen Sie es. Das heißt nichts. Keine Faxen jetzt. Komm, wir machen Essen. Das heißt, nichts ist selten eine gute Voraussage, wenn dann das... Okay, also, das heißt nichts, liebe Leute, das heißt gar nichts. Und können wir nochmal raufklettern? Ich würde ja ganz gerne nochmal schauen, ob ich diese Mistforke vielleicht mitnehmen kann, denn wie ich schon bereits, glaube ich, mehrfach erwähnte, in diesem Haus wäre ich ganz gerne bewaffnet. Da steht sie, der Traum meiner, all meiner Wünsche, eine wunderschöne Mistforke. Kann ich sie mitnehmen? Adrian? Ja. Ach, das ist nur wieder die Leiter, okay. Gucken wir uns mal hier rein, wo die reingeplumpst ist. Da war der Kater da auch irgendwas am Abrascheln, ne? In der letzten oder vorletzten Folge, ne? Oh, was ist das? Was ist das?
warum nimmt sie das nicht? Was ist das? Kann ich hier das Ding damit verwenden? Nee, geht nicht. Ja, sonst haben wir nichts. Ein Schlüssel ist ein bisschen albern, ne? Gut, also wir wissen, da oben, da ist irgendwas am Stecken dran, ne? Da müssen wir uns dann, ne, in eine Gehirnwindung reinbrennen, damit wir das nicht am Vergessen fangen. So, muss man auch. Gehen wir wieder raus. So, okay, sonst noch irgendwas hier? Adrian? Okay, gut. Okay, wir wissen, da tut was stecken, ne? Da schnappen wir uns aber so was vor. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sieht man das denn von hier unten eigentlich gar nicht? Kommen wir jetzt irgendwie rein? Ne, da müssen wir, glaube ich, extra. Okay, die Leiter bleibt da auch stehen. Das ist eine praktische Sache. Guck mal, jetzt quatschen wir mal den beiden Mama Adrian. Wie heißt es? Harriet und das ist Cyrus. Cyrus ist ein bisschen. Habt ihr gemerkt, ne? Aber. Stark wie ein Baum, ne? Pass mal auf. Erstmal quatschen wir eine Runde mit Cyrus. Ich glaube, das ist weniger. Das geht schneller. Was gibt's heute zu Abend, Cyrus? Du meinst Abendessen? Ja, ja. Ja, Abendessen. Sieht aus, wie wenn Ma Hase macht. Ich glaube, du machst den Hase. Oh. Ich bin ein guter Jäger. Ich habe mit den bloßen Händen getötet. Das ist gut. Sehr gut. Das ist vor allen Dingen sehr vertrauensselig. Das ist... Ach, da sind wir uns gleich viel näher gekommen, Cyrus. Okay, der ist auch nicht mehr anklickbar. Dann klicke ich jetzt Harriet mal an. Harriet und Cyrus, das sind zwei ganz famose Menschen. So, das ist also ihr Heim, ha? Ja. Yep. Alles genau so, wie ich es mag. Ja, es sieht wirklich heimelig aus. Ja. Sehr heimlich. Die Mütze ist ein Kracher. Also für diese Mütze würde ich auch. Da würde ich, das ist also. Okay. Ist nicht mehr. Das ist. Okay. Das war eigentlich anscheinend dann alles, was so hier gedroschen war. Ne? Und insofern. Alright. Wir gehen mal in die Gebäude. Wir wissen ja zu Beginn einer Folge, ne, müssen wir als allererstes immer mal der Jukebox fragen, beziehungsweise der Wahrsagerautomat. Und das werden wir jetzt mal machen. Und jetzt kommt wahrscheinlich der schöne Schwenk wieder. Kommt er? Kommt kein Schwenk mehr. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay, wir müssen an die Wahrsagermaschine, denn ich will auf jeden Fall wissen, ne, ob die irgendwas, ne, Wichtiges für uns zu verkaufen hat. Ne? Das. Die Musik wird immer ein bisschen schräger, ne? Das Böse beobachtet dich. Suche nach Freunden. Beobachtet Freunde? Harriet und Cyrus vielleicht? Okay. Wir wissen jetzt, das Böse beobachtet uns und so, und dann schauen wir mal ganz kurz hier, weil ich glaube auch die Absinthflasche, die, da werden wir ein paar Veränderungen merken. Ich gucke mir die jetzt mal ganz kurz an. Hier war doch schon mal mehr drin. Mit anderen Worten, der gute Dawn ist zwar besessen, wie wir vermuten, und war vermutlich richtig. Spielt das Klavier jetzt eventuell eine andere Musik? Ich will mir das mal ganz kurz anhören, weil auch die Klaviermusik könnte sich eventuell verändern, wenn ich da rankomme. Oder ist das die gleiche Melodie? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, deswegen möchte ich das ganz gerne mal testen, meine lieben Freunde. Hört ihr den Unterschied zu vorher? Also ich bin nicht... kann ich jetzt so nicht ad hoc feststellen. So, pass mal auf, die Katze wieder da. Aber die haben wir ja draußen gefunden und... Ja, ja. Kano, ne? Kollege, ne?
will den gar nicht sehen. Ich will den gar nicht sehen. Mal gucken, hier. Der Feuerstelle mal gucken. Ist da irgendwas Interessantes? Nix. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Da war, glaube ich, die Küche. Ah, genau. Wir schauen jetzt nochmal in den Spiegel. Ne? Es waren ja viele richtige Antworten. Ich hatte ja eine Frage gestellt. Ne? Habt auch viele Einsen euch abgeholt. Ne? Test auf jeden Fall bestanden, ne? Dass im Spiegel andere Sachen zu sehen sind, als die tatsächlich da. Und ich weiß, in dem Spiegel werden sich immer wieder andere Dinge darstellen. Wir werden da teilweise auch ziemlich heftige Dinge, glaube ich, sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na genau, ihr habt es gesehen, die Lady da ist blond und ist eine komplett andere. Die Musik fängt schön am Spielen. Ne? Das sind alles, das sind Mysterien, liebe Leute. Das kann man sich nicht vorstellen. Das geht über unsere Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Okay, pass mal auf, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt noch mal... Wir gehen nochmal in die Küche gucken, ob wir da, breche ich jetzt mal ab, da irgendwas Neues ist. Hier können wir nur wieder ein Wässerchen trinken. Ich wollte nochmal was anderes testen, genau. Wir hatten da ja diese Falltür gesehen, hier, zick, der Wupp da. Und ich möchte mal ganz kurz gucken, ob wir mit der Brechstange hier das geht. Ich wusste doch, irgendwas war da. Adrian? Oh, scheiße. Ich hätte es vermutlich besser nicht getan. Oh Gott. Freunde, sollen wir da jetzt wirklich runtergehen? Habt ihr gesehen, wie finster das war, Freunde? Das... Aber ich glaube, wir müssen... Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Böse beobachtet dich und wir müssen uns Freunde suchen. Mal gucken, ob Harriet und der gute Cyrus uns ein bisschen aus der Scheiße rausholen können. Ich weiß nicht, wir wissen ja noch nicht, wie Dawn auf die ganze Sache reagiert. Er wollte die ja zum Teufel jagen, die Landstreicher allgemein, aber ich weiß nicht mehr, Leute. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt er, Spielkind 45. Ich will da eigentlich nicht runter, aber...